Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um das Achievement, wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Seelenfresser Domasane im Sanktum der Herrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Garrosh Höllschrei vor Beginn des Kampfs verspottet und dann sämtliche Einschläge von Qual vermeidet habt. Ja, was müssen wir dafür jetzt genau machen? Wir müssen einfach, bevor der Kampf beginnt, einmal den Wert in Garrosh ins Target nehmen. Der hängt da hinten beim Bossraum, da so ein bisschen in der Luft hinterm Boss. Und den nimmt ins Target, macht Slash verspotten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr einen Debuff. Mittels dieses Debuffs habt ihr dann ein bisschen weniger Movement Speed. Der Debuff heißt Höllschreisbürde und verringert euren Movement Speed um 20%. Der ist den kompletten Kampf drauf. Ja? 20% weniger Movement Speed ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ihr dürft euch jetzt einfach nicht mehr von Qual treffen lassen. Und Qual ist einfach diese rote Suppe, die immer 3 von 4 Plattformen mit so einer roten Grütze belegt. Das füllt sich langsam auf, dann explodiert es quasi und macht Schaden. Und das ist quasi der Qual-Damage. Ja? Den dürft ihr einfach nicht abkriegen. Und das ganze Achievement ist übrigens kein Personal Achievement, sondern ein Raid Achievement. Das darf keiner aus dem Raid abkriegen. Ehrlich gesagt, wenn man vernünftig moved, ist das auch mit den 20% Malus kein Problem. Was hier auf jeden Fall hilft, ist ein Speed-Totem vom Shami, einen Raw von einem Druid für die Gruppe, Personal Speed CDs, aber auch wenn man natürlich eine blöde Kombi hat, dass man von ganz rechts nach ganz links muss, zur Safe Zone, dann ist auch ein Hexagate relativ praktisch. Das stellt ihr einfach relativ weit vorne, quasi da, wo der Boss am Anfang steht, von links nach rechts oder andersrum, bleibt sich eigentlich ja gleich. Könnt ihr ja in beide Wege benutzen und dann könnt ihr diese, Anführungszeichen, schwierigere Phase ein bisschen einfacher umschiffen. Mehr ist es tatsächlich nicht, wenn es alle Spieler schaffen, richtig zu moven, verschwindet danach dann der Debuff, sobald der Boss tot ist, und ihr bekommt auch dementsprechend das Achievement. Einer der leichtesten Erfolge hier im Raid. Man braucht halt bloß 10 oder, wenn ihr es mit mehr Leuten spielt, Spieler, die dementsprechend ein bisschen Movement haben. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.